Moin Leute und willkommen zurück zum nächsten kurzen Video. Und zwar geht es um Kapitel 6, was wirklich relativ kurz ist. Wie ihr hier seht, ihr könnt gar nicht so viel andere Entscheidungen treffen. Und wenn, sind sie relativ linear und auch ziemlich einfach. Hier haben wir einen Strang, wo es drei verschiedene Möglichkeiten gibt. Die 54% sind, wenn ihr sagt, ihr könnt die Freundschaft anbieten. Und die anderen beiden bekommt ihr, wenn ihr eben eine Wette macht. Hier gewinnen wir den Münzwurf. Und zwar geht es hier los, wenn wir in dem Raum hier sind. Dann könnt ihr ein bisschen mit ihm schnacken. Und irgendwann gibt es hier eben eine kleine Wette. Und wenn ihr hier bei der Wette, gibt es eben zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal Kopf und einmal Zahl. Und wenn ihr die Zahl wählt, dann gewinnt ihr. Und wenn ihr Kopf, dann verliert ihr. Im Endeffekt schwindelt ihr euch aber sowieso an bei Kopf, also wenn ihr Kopf nehmt, weil das ist für mich auch keine Zahl. Man gewinnt, aber das ist für mich keine Zahl. Deswegen, keine Ahnung. Verstehe ich jetzt nicht. Und genau, hier haben wir den verloren. Da wählt einfach das andere aus. Und genau, dann habt ihr die Entscheidung definitiv fertig. Auch hier wieder gleiche Stelle. Einfach wieder mit ihm reden. Und dann hier wieder die kleine Wette auswählen. So wie eben auch. Und halt einfach den anderen Weg. Genau, Kopf nehmen. Und dann haben wir am Ende noch eine Entscheidung. Da ist es eben wichtig, ob ihr den Angreifer tretet oder eben nicht. Ich glaube, die meisten, eben über 80%, haben den getreten. Da gibt es eben, wie gesagt, die beiden anderen Wege hier. Einmal enthüllt und einmal getreten. Ich zeige euch wie immer nur einen Weg. Einmal hier nicht treten oder wenn ihr ihn tritt, dann ist es der andere Weg. Genau. Wenn euch das Video auch kurz geholfen hat, gerne Bescheid geben oder gerne einen Kommentar da lassen. So. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!